Und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Heute mache ich mit euch nochmal Formiranblumen. Und zwar brauche ich die für ein Vintage-Projekt. Und zwar brauchen wir 4 davon. Also ich arbeite wieder mit den Stanzen von Spellbinders. Da habe ich die mittelgroße. Und hier von Sizzix. Diese Stanze. Und zwar brauchen wir 2 hiervon und 4 von den kleinen. Ja, wo sind wir? Egal, dann machen wir das jetzt so. 4-fach wieder ausgestanzt und für diese Blüte hier brauche ich auch die 4 Stück. Ja, dann zupft ihr die euch wieder auseinander, wie ich euch im ersten Video gezeigt habe. So, und da das für ein Vintage-Projekt ist, werde ich die alle mit Vintage-Foto distressen. Und dabei werde ich dann das Video schneller schalten. Fertig sind sie. Wir fangen mit den kleinen an. Da geht ihr einfach nur hin, geht ziemlich weit nach vorne und pitcht das wieder so zusammen und dreht. Nach vorne, pitchen, drehen. Nach vorne, zusammendrücken, drehen. Nach vorne, zusammendrücken, drehen. Dann habt ihr jetzt sowas. Dann holt ihr euch eure Prickelmatte. Wer sowas nicht hat, der kann auch einen handelsüblichen Haushaltsschwamm nehmen. Also irgendwas, wo was weich ist, wo man drauf drücken kann. Dann holt ihr euch wieder so ein Dotting-Tool und drückt. Auch noch mal die Blätter ein bisschen platt drücken. Fertig sind wir damit. Ich zeige euch das noch einmal. So, nach vorne, zusammendrücken, drehen. Nach vorne, zusammendrücken, drehen. Zusammendrücken, drehen. Das macht ihr jetzt mit den anderen 3. Oh, fertig auf. Sind wir damit. Einen, den lasst ihr quasi so, da geht ihr nur hin, drückt die Blätter ein bisschen platt und in der Mitte. Und das legen wir dann nachher nach außen. Dann ist das aber, ich weiß gar nicht. Könnt ihr nicht sehen, aber das ist dann halt so ein bisschen gewölbt. Dann können wir schon anfangen mit Zusammenbauen und dazu brauchen wir wieder die Heißklebepistole. Diese beiden möchte ich aufeinander setzen, also mache ich mir wieder einen klitzekleinen Punkt und gucke, dass ich das wieder schön versetzt habe und drücke platt. Alle anderen, da mache ich wieder so einen Samen rein, also brauche ich Löcher in der Mitte.
mal so. Hier habe ich so Samen, die sind so ein bisschen beige vorne, ganz leicht. Dann mache ich jetzt auch nur einen rein. Die Heißklebe, drücke ganz vorsichtig. Naja, das ist mit so einer großen Heißklebepistole natürlich ein bisschen schwieriger. Dann lasse ich das trocknen und lege das einfach so hin. Mit der anderen hier verfahre ich genauso. Und versiegel das mit ein bisschen Heißkleber. Das ist natürlich bei so kleinen Blumen ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen, wenn man dann so eine riesige Pistole hat. Aber wie gesagt, die kleine, die ich hier hatte, die hat ja gar nicht mehr funktioniert. So, und für die anderen beiden, da hätte ich gerne Steine im Zentrum. Passt ja ganz genau. Und wie gesagt, ich möchte ja ein Vintage-Projekt, also es wird eine Vintage-Karte. Und dann möchte ich die Blumen auch passend haben. So, jetzt sind die kleinen Köstlichkeiten schon fertig. Jetzt bauen wir nur noch die große. Und auch da, wie im letzten Video, erstmal zur Hälfte falten. Dann das eine nach vorne und das andere nach hinten. Ne? Dann habt ihr wieder sowas. Dann zusammendrücken. Und die können das so zwischen den Fingern machen. Ich kann das nicht so. Ich lege mir das in die Handinnenfläche und drücke und drehe. Aber auch nur vorne, wie ihr seht. Ne? Und dann habe ich wieder sowas. Und das macht ihr wieder mit allen vier Blättern, weil für diese Blüte brauchen wir vier. Und dafür braucht man, wie gesagt, ein bisschen Übung. Je öfter man das macht, desto einfacher gelingt einem das. So, dann auch wieder in die Handfläche legen, rollen und dabei vorne auf die Spitze ein bisschen Druck ausüben. So. Und die letzte. Und das ist auch relativ schnell gemacht, ne? Aber es ist ja wie mit allem, das ist erstmal Übungssache. So, dann faltet ihr die wieder und dann auch wie beim letzten Mal, entweder nehmt ihr die in die Finger mit Daumen und Mittel oder Zeigefinger und dann vorsichtig ein bisschen auseinanderziehen. Aber wirklich vorsichtig und nicht oben rankommen. So. Fertig. Und dann so, Moment, weiter geht's. Oder ihr könnt halt dieses Dotting-Tool wieder nehmen, legt das also nicht ganz bis vorne zur Spitze,
und drückt das dann runter. Das, also wie euch das am besten von der Hand geht. Und auch das, wie gesagt, ist wirklich Übungssache. Ihr seht, das geht wirklich schnell. Und wenn euch mal wirklich eins reißen sollte, das ist auch gar nicht schlimm. Umso ja, spannender und interessanter sieht so ein Blümchen dann aus. Gerade bei Blumen, das muss auch alles gar nicht so perfekt oder ne, ganz genau sein. Umso interessanter ist es. Ja, und jetzt legen wir die wieder zusammen. Das ist mein Center, weil da habe ich Stempelfarbe drauf. Da war auch wieder ein bisschen viel und auch hier bitte wieder schön gucken, dass ihr versetzt kommt. Und dann einen kleinen Klecks, das reicht. Auch die wieder schön versetzt. Jetzt die restliche, die letzte. Mir fehlt Schlaf, eindeutig. Könnt ihr die nochmal unterdrücken? Fertig ist das Blümchen. Da möchte ich jetzt einen anderen Stein, und zwar einen dieser Steine. Ich glaube, ich nehme da so einen großen. Ach, wenn ich hier nicht an den Heißklebefäden für immer hängen bleibe. So. Dann könnt ihr immer noch mal hingehen, wenn euch das noch nicht genug gezubbelt ist. Immer noch mal nachzubbeln. Tja, und fertig ist sie. Ich bin immer noch hin und weg. Nur habe ich ja jetzt schon ein paar Mal mehr damit gearbeitet, wie ich Videos gedreht habe. Und ich bin immer wieder fasziniert. So, und wenn ihr wissen wollt, wie ich die Vintage-Karte damit mache, dann schaut euch mein nächstes Video an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!